Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier beim 0-Euro-Projekt irgendwo in Thüringen. Ja, in der letzten Folge waren wir ja schon relativ fleißig auf unserem eigenen Feld und haben das Ganze schon mal gemäht und in die Schwart gelegt. Heute werden wir auf jeden Fall mal das gute Gras in Ballen pressen und dann haben wir ja auch beim Händler noch unseren Silagewickler stehen. Den werden wir heute auf jeden Fall nutzen, also beide Gerätschaften, und dann zum Ende hin fahren wir das gute Zeug dann einmal weg zum Viehhändler und schauen mal, was wir dafür dann letztendlich bekommen. Des Weiteren habe ich ja gesagt, hier auf diesem neuen Bauplatz, den wir ja erworben haben, möchte ich sehr gerne noch Tierplätze, also Tierställe platzieren. Dazu müssen wir natürlich vorab logischerweise einmal das Ganze hier ein bisschen begradigen, damit das hier überhaupt möglich ist. Ich habe auch schon mal kurz geschaut, was denn eigentlich möglich wäre. Also wir können natürlich eine Kuhweide platzieren für 15 Kühe und kostet dann halt leider 75.000 Euro. Ist natürlich ein stolzer Preis. Dann könnten wir natürlich auch einen Kuhstall platzieren, der schon relativ mächtig ist, würde ich mal behaupten. Aber das wäre prinzipiell auch eine Option, die wir ziehen könnten. Da würde ich dann tatsächlich auch vermutlich die hier nehmen. Wobei wahrscheinlich so eine mit einem roten Dach doch schon schicker aussehen würde. Aber gut, dann habe ich mir gedacht, weil wir haben ja Bienen und Hühner. Und wir arbeiten ja mit Gras. Wäre ja eine Option von einem Schafstall auch eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Die Schafweide hier, die nutzen wir mal nicht. Die habe ich schon vorab getestet. Da wird uns hier nichts angezeigt. Und ich habe tatsächlich keine Ahnung, in welchem Ausmaß und in welcher Größe die nachher hier generiert wird. Deswegen lassen wir das mal sein. Wir könnten aber hier eine kleine Schafweide platzieren mit 15 Schafen. Wir könnten aber auch natürlich, je nachdem, was nachher am Ende bei unserem Verkauf der Silageballen rauskommt, auch eine Schafweide und eine kleine Kuhweide platzieren. Und ich glaube tatsächlich, das werden wir auch machen. Leute, ich glaube, wir werden schauen, dass wir am Ende der Folge hier einen Kuhstall platzieren und einmal eine Schafweide. Und dann legen wir hier mal richtig los. Dann wird hier Wolle produziert und Gülle natürlich nicht, weil wir nur eine Schafweide haben. Aber ich glaube, das wird's, Leute. Ich glaube, das wird gut. Damit sollten wir auf jeden Fall vielleicht dann doch mal starten und dann, ja, würde ich sagen, legen wir mal los, denn wir haben mittlerweile schon April und wir müssen hier ja ein bisschen vorankommen. Deswegen würde ich sagen, Leute, ich springe mal ab hier in den Hobel, in unseren guten Fendt 824, lad mal hinten die Ballenpresse dran und dann sehen wir uns gleich am Feld und dann geht das hier richtig los. So Leute, da wären wir und ich würde sagen, da lassen wir auch gar nicht so großartig Zeit verstreichen. Legen direkt los und ich sag mal, Attacke Abfahrt.
So, Leute, da hätten wir es dann auch jetzt gleich geschafft. Die ersten Ballen, die wir hier auf unserem eigenen Feld gepresst haben. Sehr, sehr nice. Jetzt bleibt natürlich noch ein bisschen was auf dem Feld liegen und auch noch ein bisschen was ist in unserem Ballenwagen drinne. Aber not so bad. Es wird ja auch ein nächstes Mal geben. Von daher, da mache ich mir absolut überhaupt gar keine Sorgen. Aber jetzt würde ich sagen, bringen wir mal schnell fix die Ballenpresse zurück. Holen einmal den Silagewickler, den Silageballenwickler oder wie man es auch immer nennen möchte. Und dann legen wir auch gleich direkt los und wickeln das Ganze. Und dann wird es aufgeladen und weggefahren, Leute. Ich freue mich, das wird auf jeden Fall ein Fest, bin ich mir jetzt schon relativ sicher. Ja, es waren jetzt nicht so viele Ballen, aber ich glaube doch, dass es dennoch gutes Geld gibt. Leute, mir ist natürlich dann gerade eben noch eingefallen, wir können ja einen Helfer einsetzen. Und warum machen wir das denn nicht? Deswegen habe ich mal ganz fix noch schnell zwei Aufträge direkt angenommen. Und zwar einmal ist das hier das Feld 71 und dann ist da hinten noch das Feld 53. Und da lassen wir den Helfer jetzt einmal hier fleißig mit dem Kuhngespann Sojabohnen ausbringen. Ich habe schon alles vorbereitet. Deswegen können wir hier eigentlich direkt loslegen, beziehungsweise den loslegen lassen. Das wird seine Zeit dauern, aber ich denke, das klappt und das läuft. Schauen wir nochmal ganz kurz, ob der hier ordentlich wegfährt. Ja, Wunderbärchen. Funktioniert einwandfrei, Leute. Perfekt. Dann kann der hier einmal noch schön Sojabohnen ausbringen. Das bringt uns auch für beide Aufträge, wir können ganz kurz mal reinschauen, ungefähr, ja, sagen wir mal mit Abzug des Gerätes, so ungefähr 16.000 Euro nochmal. Wunderbar, Leute. So muss es laufen und ich würde sagen, wir springen wieder zurück und dann geht's direkt gleich los. So, Leute, alles ist erledigt. Das gute Teil ist angehangen. Und falls ihr es in der einen Folge nicht gesehen habt, ich habe hier sogar extra olivgrüne Folie genommen. Und ja, ich finde es mega nice. Und aber, wie auch schon zuvor, wir verstreichen keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Außerdem, Zeit ist Geld. Deswegen Abfahrt. Mission Silageballen wickeln ist auf jeden Fall abgeschlossen. Tja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es waren 10 Ballen, 9 oder 10 Ballen, wenn ich mich jetzt nicht ganz verzählt habe. Oder ja, ich habe nicht tatsächlich so hundertprozentig genau aufgepasst. Aber ich glaube, es waren so 9, 10 oder 11 Ballen. Irgendwas so in dem Dreh. Wir werden es ja auch sowieso gleich sehen, wenn wir das Ganze dann eben dementsprechend einmal aufladen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir da gleich preislich dann beim Händler bekommen werden. Ja, bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, es gibt nochmal einen ordentlichen Batzen, damit wir hier auch gut schon mal wieder weiter unseren Hof erweitern können. Und zu den Tierstellen natürlich dementsprechend dann vielleicht auch dann relativ zeitnah das ein oder andere Tier schon holen können. Des Weiteren sind auf jeden Fall jede Menge Ballenpressaufträge am Start. Ich werde da auf jeden Fall mal schauen, dass wir dann einen Heuauftrag annehmen werden, denn
dann können wir mit dem Heu, was dementsprechend dann letztendlich noch über ist, können wir zumindest schon mal unsere Kühe futtern. Ich stelle das mal, by the way, erstmal hier ab. Weiß noch nicht genau, wo ich das dann dementsprechend nachher genau platziere. Aber, wie gesagt, dann können wir auf jeden Fall schon mal unsere Kühe dann damit füttern. Und ich werde das dann natürlich auch versuchen, so zu deichseln, dass wir dann auch ein bisschen Gras rausbekommen. Wobei ja eigentlich hier auf dem Platz, hier drumherum, ja auch noch ein bisschen Gras ist. Das heißt, letztendlich, denke mal, verhungern werden uns guten Tiere erstmal definitiv nicht. Apropos verhungern, auf jeden Fall brauchen unsere Hühner wieder Futter, denn da sieht es aktuell auch relativ eng aus. Noch 96 Liter sind hier im Futterdruck, aber das kriegen wir auf jeden Fall auch gedachselt, denn hier haben wir ja noch genügend Weizen am Start. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall einmal fix die guten Ballen einladen. Und dann würde ich sagen, fahren wir die mal weg, machen mal hier Kasse und dann kümmern wir uns auf jeden Fall um die Tiere, damit die dementsprechend versorgt sind. Und wenn alles passt, würde ich sagen, setzen wir auch schon mal direkt die neuen Weiden, Ställe, was auch immer. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal hin, lade mal fix die Ballen auf. Düse rüber zum Viehhändler und dann sehen wir uns gleich dort. So Leute, ich bin arrived und ihr habt es ja auch schon im Video gesehen, es waren dann letztendlich 10 Ballen gewesen, die wir da vom Feld geholt haben. Ich glaube, das war ganz prima gewesen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die hier irgendwie ordentlich noch abgeladen bekommen. Ich schau mal, mach mal den Hut an und guck mal, ob das hier alles ordentlich funktioniert. Wir müssen natürlich das Ganze einmal abladen. Demzufolge drücken wir mal das Knöpfchen. Jetzt muss ich kurz gucken, welches Knöpfchen das nochmal war. Ja, der macht sich wieder hier selbstständig. So, es ist weg. Und wir haben wie nur 4000. Das kann aber nicht stimmen hier. Das ist aber Wucher hier. Das ist aber Wucher. Nee, nee, nee. Mit 4.500 nur. Das kann aber eigentlich nicht sein, Leute. Das kann aber nicht sein. Das, so lasse ich mich hier nicht abspeisen. Mit 4.500. Sekunde mal. Wir müssen ganz kurz mal hier die Stärke anmachen. Denn... Was? Ein Ball? Nur 249 Euro? Wieso das? Das, Leute, verstehe ich nicht. Denn, Achtung, zeig's euch mal ganz kurz. Moment. Hier, nee, Quatsch. Hier steht Viehhandel, Silage, 522 Euro. Und das ist ja pro 1000 Liter. Und ein Silageballen hat ja 3.500. Was zur Folge hat, dass wir ja eigentlich pro Ballen so ungefähr, sagen wir mal, 1750 Euro bekommen sollten. Also 1750. Bei 10 Ballen wären das eigentlich 17.500 gewesen. Finde ich jetzt nicht so ganz prickelnd. Das ist hier irgendwie ein bisschen falsch berechnet.
Deswegen, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Finde ich jetzt nicht so geil. Das werden wir auf jeden Fall korrigieren. Wir haben jetzt ungefähr 5000 Euro bekommen für die Ballen. Und, nee, sehe ich nicht ein. Da fügen wir uns jetzt, tut mir leid, Leute, aber da fügen wir uns jetzt nochmal 12.000 Euro hinzu. Denn das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Ich hoffe, ihr seht das gleich wie ich und seht das jetzt nicht irgendwie als Fehler da. Aber ich glaube, mit dem Betrag, mit 102.000, liegen wir da auf jeden Fall definitiv richtiger und haben das jetzt hier dementsprechend wieder ausgeglichen. Nun gut, Luther. Ja, nun gut, Leute. Ich würde sagen, ich düse mal zurück und dann machen wir uns mal an die Arbeit auf dem Hof. So, Leute, wir sind zurück an unserem Hof und ach, Leute, schaut euch doch einfach nochmal diesen wunderschönen Gartenteich an, den wir haben. Es ist, also, hier kann man sich tatsächlich meiner Meinung nach wirklich nur wohlfühlen. Aber gut, egal. Weiter geht's im Geschehen. Ich habe nochmal ganz kurz nachgeschaut. Wir haben tatsächlich nur knapp 4.800 Euro für die verkauften Ballen bekommen. Anstatt der ungefähr 17.500, 18.500 Euro. Deswegen waren diese 12.000 Euro dann doch schon meines Erachtens definitiv gerechtfertigt. Aber ich habe auch nochmal ganz kurz des Weiteren überlegt, ob wir beide Weiden platzieren, weil dann wird es schon sehr eng mit unserem Budget, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen habe ich mir gedacht, wir platzieren erstmal die Kuhweide und schauen dann einmal. Dazu würde ich gerne euch das gerne nochmal ganz kurz zeigen, wie ich mir das gedacht habe. Das ist ja jetzt noch unser... Ach, eigentlich sieht es ja schick und schnuckelig aus. Ich hatte mir gedacht, dass wir irgendwann in der Zukunft hier auf jeden Fall noch eine Halle platzieren und vielleicht hier an der Seite noch den ein oder anderen Unterstand. Mal gucken, was ich dann hier noch platzieren werde. Aber Kuhstelle habe ich mir, also den die Kuhweide habe ich mir tatsächlich gedacht, dass wir das jetzt hier so ein bisschen an den Rand platzieren. Vielleicht auch ein bisschen hier noch mit hinüber. Und dann machen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen schön. Aber ich würde sagen, ich mache euch das mal im Zeitraffer. Und dann könnt ihr mir ja gerne im Nachhinein mal sagen, was ihr davon haltet und ob ihr die Idee gut fandet. Leute, das wär's, glaube ich, so fürs Erste zumindest. Oh, hier müssen wir noch ein bisschen Gras auffüllen. Aber ich glaube, so passt das doch erstmal ganz gut hier, diese Kuhweide. Ich habe mir dann letztendlich auch gedacht, komm, wir machen das so ein bisschen hier rüber und lassen auch so ein bisschen dieses Hoch und Runter noch ein bisschen stehen. Ich mache da vielleicht nochmal den ein oder anderen Baum mit dazu, damit das Ganze hier noch ein bisschen schicker aussieht. Das kann ich ja dann aber offscreen machen. Das ist ja gar kein Problem. Haben wir hier mal noch ein ganz klein bisschen begradigt. Ich wollte jetzt nicht alles wegmachen. Vielleicht lassen wir auch den ein oder anderen Haufen einfach hier so ein bisschen optisch noch
dort stehen oder beziehungsweise eher liegen. Und ja, ich werde das Ganze noch ein bisschen dann nachher vielleicht so ein bisschen mit einem Zaun umgeben und so weiter und so fort, sodass das ein bisschen schick aussieht. Des Weiteren ist mir auch dann währenddessen aufgefallen, wir haben ja auch noch hier unseren Honig. Den müssten wir ja auch noch verkaufen gehen. Da kriegen wir auf jeden Fall auch noch mal ein paar Moneten. Sollten wir vielleicht dann mal gucken, dass wir das vielleicht in dem nächsten, in der nächsten Folge angehen werden. Aber jetzt würde ich doch dann doch schon sehr gerne, wenn es möglich ist, auf unserer Kuhweide vielleicht schon ein paar Kühe einziehen lassen. Wir haben ja noch ein bisschen Kohle übrig. 17.224 und wir bekommen ja auch noch ein bisschen Geld, die der Helfer dort uns verdient. Aber dadurch, dass wir dort auf der Weide ja keine Milch oder sonstiges holen können, würde ich sagen, schauen wir, dass wir uns hier ein paar männliche Angusse ranholen. Ich glaube, das ist ganz gut. Vielleicht nehmen wir uns, ich würde sagen, wir nehmen uns einen Bullen. Ein Bulle, ich glaube, der gehört auf jeden Fall auf diese Weide. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal noch von den Jungen vielleicht 5 Stück. Ja, ich würde sagen, 5 Stück ist doch mal ganz nett. Wir können ja trotzdem mal eine weibliche Kuh noch ranbringen. Vielleicht nehmen wir hier noch so einen Holstein. Haben wir ein bisschen, oh, das war natürlich nix. Davon hätten wir gerne eine. Jawohl. Sehr schön. So, jetzt haben wir schon mal insgesamt 7 Kühe auf unserer Weide. Noch einen Bullen brauchen wir, glaube ich, nicht. Das wäre Blödsinn. Wisst ihr was? Wir nehmen uns einfach mal noch ein paar weibliche kleine Kälbchen. Zwar einfach auch nochmal 5. Selbst wenn die dort keine Milch geben können, können wir die ja dann nachher verkaufen. Und Leute, so sind sie. Na, ist das nicht schön? Ist das nicht wunderschön? Ja, Leute, das wär's auf jeden Fall für diese Folge gewesen. Der Helfer ist ja noch fleißig unterwegs. Ich denke mal, der wird auch das bis zur nächsten Folge soweit alles fertig gesät haben oder gedrillt haben, wie ihr es auch immer nennen möchtet. Wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge dann schauen, dass wir uns auf jeden Fall irgendwie einen, so einen Container holen, mit dem wir hier unseren Kühen Wasser geben können. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall ums Futter kümmern. Vielleicht müssen wir da auch schon mal den ein oder anderen Ballen irgendwie beim Händler kaufen. Aber das schauen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst. Und bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund. Passt auf euch auf. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Kakao.